Okay, jetzt gehen wir zum zweiten Schritt, zum zweiten Video. Und hier vorher haben wir definiert, dass Fieber eben definiert ist durch eine Körpertemperatur über 38 Grad Celsius. Wie entsteht das Fieber schon wieder? Entweder durch sogenannte Entzündungsmoleküle in unserem Körper. Die wirken dann pyrogen sowie bakterielle Bestandteile von außen, die wirken auch pyrogen. Und diese Pyrogene, die gehen dann in den Hypothalamus im Hirn, also im Hirn. Und dort wird dann der sogenannte Setpoint nach oben gesetzt. Der Setpoint bestimmt, welche Körpertemperatur wir haben sollen. Und da der Setpoint nach oben verschoben wird, muss sich die Körpertemperatur anpassen und muss Wärme produzieren, damit sie zum Beispiel 40 Grad erreicht. Und das macht sie, indem sie die Muskeln zittern lässt. Das führt zu einer Wärmeproduktion. An der Zeit wird die Haut als Wärmekonservierung gebraucht. Also da schwitzen wir weniger, damit wir weniger Wärme verlieren. Nun kommen wir zur Frage, ja, wieso gibt es überhaupt Fieber? Fieber ist ja eigentlich schlecht, wir fühlen uns schlecht. Doch Fieber hat auch seine positiven Aspekte. Und zwar also die hohe Temperatur im Körper vernichtet Bakterien. Die Bakterien haben nicht gern hohe Temperaturen und das ist ein Vorteil des Fiebers. Auf der anderen Seite wird unser Immunsystem aktiviert, indem Fieber eben die Immunzellen aktivieren. Und zum Dritten hier Evolution, ein Wort. Was bedeutet das? Wenn Fieber etwas Schlechtes wäre oder gewesen wäre, dann hätten wir kein Fieber mehr. Also die Spezies, welche Fieber produzierten, wären ausgestorben, wenn Fieber etwas Schlechtes wäre. Daher ist Fieber wahrscheinlich etwas Sinnvolles, weil es also im Menschen auch noch vorhanden ist und nicht schon ausgestorben worden ist. Dann auf der Gegenseite haben wir, wenn wir hohes Fieber haben, steigt der Sauerstoffbedarf, der Kreislauf wird belastet, wir verlieren Flüssigkeit durch Schwitzen, wir bekommen Krämpfe und auch unsere Enzymfunktion. Enzyme sind unsere Proteine, also eine Untergruppe von Proteinen, welche für uns wichtige Aufgaben, zum Beispiel im Stoffwechsel, macht. Das sind unsere kleinen Maschinchen. Also, das bedeutet, dass zum Beispiel ältere Patienten oder Polymorbide, also Patienten, welche schon mehrere Krankheiten haben, wenn die Fieber bekommen, dann wird ihr Körper sehr stark belastet und das kann unter Umständen zum Tod führen. Daher ist es sinnvoll, bei kranken und alten Patienten das Fieber zu senken. Okay, gehen wir einen Schritt weiter und zwar zu den Gefahrenzeichen. Das ist eigentlich die wichtigste Information hier. Wenn Sie zum Beispiel Fieber haben und einen steifen Nacken, und zwar einen steifen Nacken, nicht weil Sie etwa irgendwie eine komische Bewegung gemacht haben oder das irgendwie kalt gehabt haben, sondern Sie haben wirklich einen steifen Nacken und hohes Fieber, dann ist das sogenannte Meningismuszeichen und das deutet auf eine Hirnhautentzündung hin. Und das müssen Sie unbedingt, oder auch eine Hirnblutung, also und das müssen Sie unbedingt abklären. Das kann lebensgefährlich sein. Wenn Sie Fieber und einen hämorrhagischen Ausschlag, das ist allgemein, wenn Sie einen Ausschlag kriegen, wenn Sie Fieber haben, lassen Sie das kontrollieren. Wenn Sie schwerste Weichteilschmerzen haben, dann also auf der Haut oder also am Bein oder am Arm, wenn das schwerst weh macht, dann und Fieber und Sie Fieber haben, dann müssen Sie das auch untersuchen lassen, weil es gibt da gewisse Krankheitsbilder, welche schlussendlich auch zum Tod führen können. Also es gibt die sogenannte nekrotisierende Faszitis, das können Sie nachschauen. Und das ist sehr, 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 no, es ist ein hoher, sehr großer Notfall.
Dann Sepsis, das werde ich jetzt in Klammern setzen, auf das werde ich jetzt noch zu sprechen kommen. Das können Sie nicht sehen. Also Sie können einen steifen Nacken fühlen, Sie können einen Ausschlag sehen, Sie können schwerste Schmerzen, also Weichteilschmerzen in der Haut spüren. Sepsis können Sie nicht so gut spüren oder herausfinden. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Wenn Sie aus den Tropen zurückkehren und starkes Fieber haben, alle 3 Tage, alle 4 Tage, dann könnte das Malaria sein, das müssen Sie auch behandeln. Wenn Sie auch schwerste Kopfschmerzen haben und Fieber und diese Kopfschmerzen, solche hatten Sie noch nie zuvor, also nicht eine Migräne, die Sie schon hatten, sondern wirklich schwerste Kopfschmerzen, dann gehen Sie zum Arzt. Das könnte auch wieder eine Hirnblutung sein. Also es gibt hier gewisse Gefahrenzeichen, die Sie sich anschauen müssen. Also diese 5, merken Sie sich diese. Es gibt sicher noch mehr, aber das ist einfach so ein Sammelsurium von gewissen Gefahrenzeichen, auf die Sie sich stützen können. Kommen wir kurz zur Sepsis. Dieses Wort wird häufig benutzt, daher werde ich das auch noch ansprechen. Was ist eigentlich Sepsis? Man spricht ja auch von einer Blutvergiftung. Aber Sepsis, nur kurz, nicht zum Auswendiglernen, aber einfach, dass Sie das sehen. Sepsis ist Mathematik, ist ein SIRS und plus eine Infektion, das ist eine Sepsis. Und auf SIRS, was ist das SIRS wiederum? Das werde ich dann noch weiter besprechen. Also Sie brauchen ein SIRS und Bakterien, also eine Infektion, also Infektion im Blut von Bakterien und das ist dann eine Sepsis. Was ist SIRS? SIRS ist die sogenannte Systemic Inflammatory Response Syndrome. Das ist einfach ein systemisches Entzündungs, eine systemische Entzündungsantwort. Das ist ein Syndrom. Und da müssen 2 Kriterien erfüllt sein. Entweder muss die Körpertemperatur erhöht sein, also fiebrig, über 38 Grad oder unter 36 Grad, also unterkühlt. Die Herzfrequenz muss hoch sein. Man muss eine hohe Atemfrequenz haben. Oder man hat auch zu viele Leukozyten oder zu wenige Leukozyten, also diese weißen Blutzellen. Und das ist ein SIRS, das ist einfach eine systemische Entzündung. Und wenn man dann eine Infektion dazu hat, also diese Kriterien erfüllt hat, plus eine Infektion, dann ist das eine Blutvergiftung. Dann ist das eine Blutvergiftung mit Bakterien, welche im Blut herumschwimmen und das kann lebensgefährlich sein. Und das führt ziemlich sicher auch zu Fieber. Zum Schluss noch ganz kurz hier der Hitzschlag. Hitzschlag, das ist ja, man hat dort auch eine erhöhte Körpertemperatur, zum Beispiel ein Sportler, welcher sich nicht genug also der dehydriert ist, zu wenig getrunken hat, der kann nicht mehr genug schwitzen. Und das führt dann dazu, dass hier unsere Körpertemperatur zum Beispiel auf 40 Grad ansteigt. Und der kann kollabieren, weil das ja auch schädlich ist, wie wir vorher gesehen haben. Also dieses Pro und Contra. Und wenn eine hohe Temperatur vorherrscht, dann ist das schädlich für den Körper grundsätzlich. Und das Fieber ist ja, da hat man auch 40 Grad zum Beispiel, also einfach hier als Beispiel 40 Grad. Aber der Unterschied zwischen einem Hitzschlag und Fieber ist der folgende. Das Fieber, das werden wir selber herbeiführen. Also der Hypothalamus selber wird den Setpoint von 37 Grad auf 40 Grad hinaufschrauben, sodass der Körper darauf reagiert und dann die Körpertemperatur ansteigen lässt. Beim Hitzschlag ist das anders. Der Hypothalamus, der ändert nichts. Der Setpoint, der bleibt auf 37 Grad, das ist normal. Aber durch äußere Einflüsse steigt die Körpertemperatur an und kann so eigentlich das ähnliche Bild darstellen. Also Fieber und Hitzschlag können ein ähnliches Bild herstellen, aber es ist nicht das gleiche. Und die Therapie ist daher auch anders. Beim Hitzschlag nützen sogenannte Antipyretika, also solche Medikamente, welche den Setpoint nach unten setzen, nichts, weil der Setpoint ist ja schon unten. Und daher wird man beim Hitzschlag kühlen, physikalische Therapie, also einfach
den Menschen abkühlen, damit er wieder auf eine normale Temperatur kommt. Beim Fieber, wenn man Fieber behandeln will, also zum Beispiel eben bei älteren oder kranken Patienten, welche unter Fieber sehr stark leiden, bei denen kann man zum Beispiel Paracetamol geben und da wird sich der Setpoint wieder nach unten bewegen, damit sich die Körpertemperatur wieder angleichen kann. Kinder haben häufig Fieber. Vielfach wird das ein bisschen überschätzt. Also Kinder haben eben, das ist, Kinder müssen fast Fieber haben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass bei diesen Gefahrenzeichen hier, dass sie das abklären gehen. Das ist die wichtigste Liste hier. So, und ich hoffe, ich habe Ihnen einen gewissen Einblick in das Fieber gegeben. Fieber eben über 38 Grad Körpertemperatur und hier, wie das Fieber entsteht. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie mir einen Kommentar zum Beispiel. Das ist natürlich nicht vollständig, aber ich wollte einfach die wichtigsten Sachen mit Ihnen besprechen und hoffe, Sie haben etwas gelernt. Vielen Dank.